Ja, hallo, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer. Ich freue mich, euch heute begrüßen zu dürfen zu dem 4. Dezember. Schon durft ihr das vierte Türchen heute aufmachen. Und ja, ich möchte euch heute einfach ein paar Gedanken mit euch teilen zu der Thematik des Friedens. Und zwar ist es so, dass wir in den letzten Tagen immer wieder erleben, dass unser Sohn ja nachts Albträume hat. Und entweder schreit er dann auf oder er kommt zu uns ins Zimmer und sagt: Mama, Papa, ich habe Albträume. Ich träume schlecht. Und dann, ja, nehme ich ihn ins Bett, er legt sich bei mir hin und sobald ich die Decke auch nur zuschlage, meine Hand auf ihn lege, dann schläft er sehr schnell wieder friedlich ein. Mit einem friedlichen Gesicht ist er ganz schnell wieder in den Träumen. Und wenn er dann wieder aufwacht und ja, weil er irgendwas geträumt hat und er spürt entweder meine Hand, dann greift er sie ganz fest und schläft sofort wieder ein. Oder wenn er erwacht und meine Stimme hört, dann ist er auch ganz schnell wieder ruhig und schläft wieder ein. Mit einem friedlichen Gesicht ist er wieder in den Träumen. Weil ihm eins klar ist: Papa ist da, es ist alles gut. Papa meint es gut mit mir. Ja, mein Papa, der versteht mich. Und ja, er weiß ganz genau, was ich brauche. Und so schläft er schnell und friedlich wieder ein. Und das ist nur ein ganz kleines, ein schwaches Bild zu dem, was Jesus uns eigentlich wieder gibt. Das ist ein ganz schwacher Vergleich dazu, zu dem, was Jesus mir und dir eigentlich geben möchte. Jesus sagt dir und mir quasi heute: Hey, ich liebe dich. Ich möchte mit dir unterwegs sein. Ich verstehe, was du gerade empfindest. Und ich möchte mit dir darüber reden. Ich möchte mit dir im Austausch sein. Und das sagt Jesus uns selber in der Bibel in einigen Versen, wo er davon spricht, dass er der wahre Friede ist. Und wir möchten uns drei Verse zu der Thematik lesen. Ich lese zuerst aus dem Johannesevangelium, das 14. Kapitel, den Vers 27. Dort steht: Was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch nicht entmutigen. Ich möchte noch zwei Verse lesen aus dem Philipperbrief, das Kapitel 4, die Verse 6 und 7. Macht euch um nichts Sorgen, wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Denn dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über eure Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren, euch, die ihr mit Christus Jesus verbunden seid. Auch in diesen turbulenten Umständen möchte er, Jesus, dir Frieden geben. Frieden, ein Zustand der Stille und Ruhe, ja, Abwesenheit von Krieg, von Beunruhigungen. Und du fragst vielleicht: Hey, wie kann das sein? Wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann möchte er dir trotz all dieser Umständen wahren Frieden in deinem Herzen geben. Und ich möchte dich an dieser Stelle einfach fragen, der du vielleicht dich Christ nennst und mit Jesus unterwegs bist: Was beschäftigt dich in deinem Alltag? Die News zu Corona, die Schlagzeilen, der Amokfahrt. Ich möchte das jetzt hier nicht negativ darstellen, als solch, dass wir uns nicht damit beschäftigen sollen. Aber die Frage ist doch letztendlich: Wie viel sprichst du mit Gott darüber? Wir haben gelesen, dass wir all das, was uns beschäftigt, mit Gott besprechen dürfen. Und ihm ja mit hineinnehmen dürfen in diese Situation
und er uns auch in solchen Situationen Frieden und Ruhe schenken möchte, in unserem Herzen, auch wenn es außen drumherum tobt und vielleicht gar nicht friedlich scheint. Vielleicht denkst du aber auch, hey, ganz ehrlich, wir haben bei uns keinen Krieg. Ja, jetzt ist Corona, ist schon so ein bisschen unsicher alles, aber eigentlich ist es doch ganz friedlich hier. Wir können uns nicht beschweren. Da möchte ich hier einfach fragen, bist du denn auch zufrieden? Weil auch in der Zufriedenheit steckt das Wort Friede. Bist du innerlich ausgeglichen? Kannst du 10, 15 Minuten nichts tun, ohne mal Musik zu hören, auf dein Smartphone zu schauen oder überhaupt irgendwas zu konsumieren, ohne zu denken, boah, das oder dies, das hätte ich gerne, das macht mich dann nur wirklich glücklich. Neue Dinge, neue Technik, Beziehungen oder ja, Konsum generell, nur das macht mich wirklich glücklich. Aber das ist nicht der Friede und nicht die Zufriedenheit, die Gott dir geben möchte. Weil es werden immer wieder neue Dinge kommen, die dir zeigen werden, hey, du brauchst wieder was Neues, um glücklich zu werden, um zufrieden zu sein, um scheinbar zufrieden zu sein. Und das ist genau der Unterschied, der Jesus ausmacht. Der Jesus ausmacht, wenn du in einer Beziehung zu ihm lebst. Wenn du mit ihm lebst, wenn du dich mit ihm austauschst, wenn du mit ihm redest. Ja, das ist ein wahrer Friede mit Perspektive. Nicht nur ein kurzes Glücklichsein, aber keine wahre langwierige Zufriedenheit. Und das ist es ja, warum Jesus jetzt in der Vorweihnachtszeit, wo wir ganz besonders darüber nachdenken, ja eigentlich gekommen ist, um den Menschen Frieden zu geben. Um ihnen zu zeigen, was wahren Frieden ausmacht. Und ich möchte dich, der du in einer Beziehung mit Jesus lebst, heute einfach ermutigen, dass du heute ihm ganz besonders dafür dankst, für den wahren Frieden, den er dir ins Herz geben möchte, unabhängig von den Umständen. Und wenn du Jesus nicht kennst, wenn du nicht weißt, was diesen Frieden wirklich ausmacht, von dem ich hier rede, dann möchte ich dich einladen, wirklich mal in die Bibel zu schauen, was Jesus selber über sich sagt. Und wenn du Fragen hast, kannst du dich gerne auch an uns wenden. Und wir werden gemeinsam darüber reden, warum Jesus der wahre Friede ist. Und in diesem Sinne wünsche ich uns heute wirklich einfach einen Tag, wo unser Herz mit Friede und Zufriedenheit durch und in Jesus erfüllt ist. Gottes Segen euch.